Was sagen denn die Podiumsteilnehmer und Teilnehmerinnen hier zu den Finanzierungsvorschlägen? Wolfgang Strengmann-Kuhn. Gut, ich gehöre zu den Leuten, die sich mit den Finanzierungsfragen ausführlicher schon beschäftigt haben, diverse Gutachten dazu gemacht haben, zum Beispiel das Bürgergeldmodell von dem Althaus durchgerechnet haben und gezeigt haben, das ist finanzierbar. Warum ist so eine unglaubliche Zahl finanzierbar? Man muss sich den gesamten Kuchen mal vorstellen. Wir Volkswerte nennen das Volkseinkommen. Das sind weit mehr als diese 1 Billion. Das sind nämlich 1.800 Milliarden ungefähr, die zur Verfügung stehen. Und das heißt, es ist genug für alle da, um den Slogan der Arbeitsgruppe von ATTAC aufzunehmen. Und man kann natürlich diese 1.800 Milliarden Euro, das sind dann 1.800 Euro pro Monat pro Person, natürlich so aufteilen, dass jeder mindestens 1.000 hat. Und den Rest verteilt man nach irgendwelchen anderen Kriterien. Also grundsätzlich ist es finanzierbar. Was wichtig ist, dass man das Steuersystem umbaut. Ich würde sagen, das Einkommensteuersystem. Götz Werner, das ist ja ein Fan von der Mehrwertsteuer. Eigentlich ist es meines Erachtens eine Einkommensumverteilung. So müsste man das Einkommensteuersystem umbauen. Und da ist ein wichtiger Punkt, den man mit berücksichtigen muss, dass Leute jetzt von ihrem Einkommen einen festen Betrag abziehen können, bevor das erstmal versteuert wird. Und je reicher man ist, umso mehr kann man von dem Einkommen abziehen, bevor es versteuert wird. Das heißt, ganz viele Steuern werden erst gar nicht bezahlt, sondern bleiben in dem Steuersystem sofort stecken. Und so ein Grundeinkommen würde diese ganzen Differenzbeträge, die man vom Einkommen erstmal abziehen kann, erstmal wegschaffen. Und deswegen würde dann auch ein Herr Ackermann oder sonst wer, der mehr Geld verdient, ein Bundestagsabgeordneter zum Beispiel, einfach mehr zahlen, als das heute ist, weil wir das Grundeinkommen kriegen, aber das komplette Einkommen versteuern müssen und nicht mehr das Einkommen minus allen möglichen Absetzmöglichkeiten. Das ist ein Punkt, den man berücksichtigen muss bei der Finanzierbarkeit. Also, dass es grundsätzlich finanzierbar ist, ist ja von vielen Leuten an vielen Stellen mit unterschiedlichen Annahmen durchgerechnet worden. Also ich denke, darüber müssen wir hier nicht streiten. Für uns ist entscheidend der Zusammenhang dieser Finanzierungsfrage mit der in der vorherigen Runde angesprochenen Frage der Struktur von Produktion und Erwerbstätigkeit. Ein solches bedingungsloses Grundeinkommen als reine Geldzahlung führt natürlich auch erstmal nur auf den Markt, und der ist so konstituiert, wie er konstituiert ist. Ein ganz normaler kapitalistischer Markt, wo die Produzenten Zeug anbieten und das um jeden Preis verkaufen wollen, völlig unabhängig davon, ob wir es nun brauchen und ob es zum guten Leben was beiträgt oder nicht. Und diese Problematik wird alleine durch eine Geldzahlung nicht aufgehoben, sondern wir werden die Frage der Finanzierung politisch verbinden müssen mit der eben von mir auch schon zweimal stark gemachten Frage danach, was verstehen wir eigentlich unter einem guten Leben, was sind die Dinge, die dazugehören und wie wollen wir sie herstellen? Wie wollen wir die gesellschaftlichen, ökonomischen Strukturen aufbauen, in denen wir das herstellen wollen? Das ist die entscheidende Frage, und darin muss dann selbstverständlich und wird dann selbstverständlich auch gelöst werden, die Frage, wie verteilen wir die Gelder so, dass das, was jetzt nicht an gesellschaftlicher Infrastruktur für alle kostenlos zur Verfügung steht, von den einzelnen Individuen dann auch noch gekauft werden kann. Das ist dann eine nachrangige und lösbare Frage. Danke. Die AG Grundeinkommen bei den Linken hat ein eigenes Finanzierungsmodell vorgelegt. Das sieht zum Beispiel eine 35-prozentige Abgabe auf alle Nettoeinkommen vor, sieht die Einsparung Arbeitslosengeld II, diese Sozialdetektive und so weiter vor. Also Einsparung der Sozialdetektive. Also wie gesagt, das ist finanzierbar, und dafür finde ich, gibt es auch ein ganz gutes linkes Konzept. Und trotzdem will ich nochmal darauf hinweisen, also aus der Portokasse alleine werden wir ein Grundeinkommen, wenn wir es in einer ordentlichen Höhe haben wollen, nicht bezahlen. Also nur um sich mal die Dimension zu verdeutlichen, ein Grundeinkommen wird so alles in allem das 3- bis 4-fache eines Bundeshaushaltes kosten. Also ich bin dafür, den Wehretat ganz auf Null zu fahren, schon generell aus pazifistischen Grundsätzen, aber ganz alleine, das reicht halt nicht. Ja? So, da muss man noch deutlich mehr haben. Ich sage das deswegen, weil wenn man das reichste Drittel der Bevölkerung zur Kasse bittet, und wir wissen alle, wer mehr Geld hat, hat noch mehr Einfluss auf die Meinungsmache in diesem Land, der muss mit heftiger Gegenwehr rechnen, nicht nur von Springer und Co. Ja? Aber ich finde,
ist es wert, sich auf diese Gegenwehr einzustellen. Denn wenn wir ein Grundeinkommen einführen, dann schreiben wir Geschichte. Geschichte ist bekanntlich kein Kaffeekränzchen. Und ich glaube, es wäre auch illusorisch zu denken, dass der Kapitalismus uns jetzt, sage ich mal, das bessere und schönere Leben, die bessere Gesellschaft auf dem Silbertablett präsentiert. Da wird man sich schon die eine oder andere Auseinandersetzung leisten müssen. Das sage ich nur, damit wir das auch wissen, dass wir mit jede Menge Beschimpfung und so weiter zu rechnen haben. Aber die Einführung eines Grundeinkommens ist es wert, sich auf diese Auseinandersetzung einzulassen. Herr Bielefeld, sehen Sie das ein bisschen anders? Nein, wir sind uns heute hier einig, dass Grundeinkommen finanzierbar ist. Aber es gibt, das wissen wir auch, Leute, die sagen, das ist nicht der Fall. Deshalb hat die Kommission Solidarisches Bürgergeld, der Herr Althaus vorsteht, gesagt, wir wollen auch die Gegner von Grundeinkommensmodellen einbeziehen und sagen, jetzt rechnet doch mal mit an gemeinsamen Parametern, funktioniert es oder funktioniert es nicht, weil es bringt uns nichts, wenn die Leute, die eh für Grundeinkommen sind, die regelmäßig feststellen, dass es funktioniert und die anderen sagen, es funktioniert nicht. Zur Glaubwürdigkeit gehört dazu, dass man da eben auch den Diskurs auf die andere Seite hin führt. Ich würde davor warnen, jetzt schon ein nicht vorhandenes Grundeinkommen um 50% zu erhöhen. Das trägt nicht dazu bei. Das Grundeinkommen von Herrn Althaus ist eh noch günstiger. Das wissen Sie, bevor der Vorwurf kommt, sage ich selbst. Auch nicht kürzen nochmal um 20%. Ja. Mir ging halt einfach mal, man muss ja, wir haben gesagt 600 Euro netto plus 200 Euro Pauschale für die Gesundheit. Wir haben uns nach dem Existenzminimumbericht der Bundesregierung gehalten. Wir wollten einfach mit festen Zahlen reingehen. Man kann darüber trefflich diskutieren. Wir werben dafür, dass man alle Einkünfte einbezieht zur Finanzierung des Grundeinkommens. Ich würde aber vor einer barbarischen Besteuerung dringend warnen, weil wir wollen, dass die Leute hier die Steuern bezahlen. Und auch wenn das Argument nicht gerne gehört wird, es gibt die Möglichkeit, wenn es einem hier nicht gefällt, in andere Länder zu gehen. Und das sollte man versuchen, dass das auch verhindert wird. Selbst der Sachverständigenrat, der dem Grundeinkommen grundsätzlich kritisch gegenübersteht, hat gesagt, Grundeinkommen, solidarisches Bürgergeld ist grundsätzlich finanzierbar. Es ist schon deshalb finanzierbar, weil wir in Deutschland viel unproduktive Arbeit finanzieren und produktive Arbeit nicht finanzieren. Und ich finde, wenn man das anders macht, dann ist gut getan.